Herr Gerhard Kirchler, Ihr Segmentspräsident von Münster-Gäschenen. Ihr redet zur Medienkonferenz eingeladen. Was sind eure Forderungen? Ja, es ist ganz klar, dass wir wollen, dass die Region Gomster wo wie eine Zone erklärt wird, weil so auf die Art kann es ganz einfach nicht weitergehen. Was muss konkret passieren? Also das BAFU muss entscheiden, was wir machen wollen mit dieser Situation, die jetzt eintritt. Das ist nämlich das erste Mal in der Talsohle, also nicht mehr Alp- oder Sümmerungsgebiet. Der Herdenschutz gibt es hier gar nicht, der zählt hier gar nicht. Hier hat man ja die Umzäunungen. Also folglich müssen die überbiechen und etwas machen. Und ich bin der Meinung, wenn man sieht, wie ein Wolf in einem Zoo eingezäunet ist, also das ist ein 2-3 Meter hohe Hack, das wäre ja unrealistisch. Also so ein Zäun, also wir können nicht ganz ein Schaf koppeln, so einzäunen, dass der Schutz da ist. Auf was kann man jetzt hoffen konkret? Ja, hoffen, dass möglichst dass der Druck von der Bevölkerung ein bisschen steigt und vor allem, dass wir Unterstützung hat von der Deutschschweiz.